Mitglieder der rechtsextremen identitären Bewegung haben heute Morgen in Berlin Gebäude von Redaktionen und Parteien mit Plakaten beklebt. Eine Mitarbeiterin der Tageszeitung Taz wurde bedrängt, angegriffen. Neben Berlin gab es ähnliche Aktionen auch in anderen deutschen Städten. Der regierende Bürgermeister Müller hat die Angriffe scharf verurteilt. Heute Morgen vor dem Gebäude der Tageszeitung Taz. Mitglieder der sogenannten identitären Bewegung wollen Plakate des verletzten AfD-Politikers Frank Magnitz an die Scheiben kleben. Gegen linke Gewalt und ihrer Meinung nach verharmlosende Berichterstattung. Eine Taz-Mitarbeiterin will sie stoppen. Sie hat einen Schlag gegen die Brust bekommen. Sie war danach sehr aufgeregt, aber das ist in etwa das, was so passiert ist. Sie wollten vor linker Gewalt warnen, schrecken dann aber auch nicht zurück, handgreiflich zu werden. Die identitäre Bewegung streitet die Vorwürfe der gefährlichen Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs via Twitter ab. Die Aggression sei von der Taz-Mitarbeiterin ausgegangen. Wer ist die identitäre Bewegung? In Berlin hat sie eine direkte Verbindung zur Jugendorganisation der AfD, der Jungen Alternativen. Insofern arbeitet man da Hand in Hand. Die AfD sitzt in den Parlamenten, gibt sich seriös parlamentarisch und die Identitären sind im Prinzip die aktivistische Speerspitze dieser Bewegung, deren parlamentarischer Arm die AfD ist. Auch vor dem ARD-Hauptstadtstudio und den Parteizentralen von SPD und Grünen klebten die Identitären Protestplakate, die sofort wieder entfernt wurden. Berlins Regierender Michael Müller verurteilte die Aktion scharf. Es ist der Versuch, Redaktionen zu bedrohen und damit einfach auch Pressefreiheit einzuschränken. Der Staatsschutz hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Drei Verdächtige wurden bereits identifiziert.